und herzlich willkommen zur ersten digitalen Schokoladenverkostung. Fangen wir mal an mit dem Naschen, würde ich sagen. Holt eure Schokolade raus. Zweiter Schritt ist, dass man Schokolade bricht. Die hat auf jeden Fall einen richtig deutlichen Knack. Der nächste Schritt ist nämlich, das schmecken echte Schokoladenexperten. Die beißen nicht in Schokolade rein und zerkauen die, sondern die lassen die auf der Zunge zergehen. Dann machen das jetzt einfach mal, oder? Prost, Prost, Prost. Auf jeden Fall sehr deutlicher Kritz. Und ich finde aber, man schmeckt auch total so Zitrusfrüchte. Also schmeckt so viel saurer auf jeden Fall als die eben. Ich finde, man merkt hier richtig deutlich, dass die einfach schon viel intensiver riecht. Auf jeden Fall so eine richtig deutliche Fruchtnote. Also selbst wenn ihr Gummireifen jetzt rausschmeckt, dass auch das stimmt. Jeder Schokoladengeschmack hat seine Rechtfertigung. Ja. Ich als Vertreterin des Teams Bollmilch bin da ganz eindeutig bei der Tonis. Ich bin auf jeden Fall immer Team Bitter. Also wenn mich jemand fragt, was für eine Schokolade soll ich kaufen, dann würde ich immer Original Beans empfehlen. Tschüss, ciao.